Hallo, ich möchte in diesem kurzen Tutorial mal eine einfache Konstruktion zeigen für den totalen Anfänger. Deshalb verwende ich hier auch eine frisch installierte FreeCAD-Version. In dem Moment, wo wir FreeCAD zum ersten Mal starten, haben wir den Start-Center-Bildschirm vor uns. Später wird man in den meisten Fällen direkt in eine sogenannte Workbench wechseln. Bevor wir anfangen zu zeichnen, möchte ich aber ein paar Einstellungen vornehmen, die ich für sehr sinnvoll halte für jeden, der mit FreeCAD arbeitet. Die Einstellungen erreichen wir über das Menü Bearbeiten, Einstellungen. Dort finden wir erst einmal Einstellungen im Allgemeinen, Anzeigeeinstellungen. Wir finden Einstellungen für Import und Export. In der Anzeige möchte ich ein paar Einstellungen vornehmen. Das erste ist, dass ich den Auswahlradius ein klein bisschen vergrößere. Das ist der Radius, um welchen herum der Cursor Elemente automatisch anwählt. Nicht zu viel, 8 hat sich als sinnvoll erstellt. Der Hintergrund unseres Bildschirms ist im Standard ein Farbverlauf, der aber etwas sehr stark ist. Ich gehe hier ein bisschen auf hellere Töne, damit der Verlauf nicht mehr so krass stark erscheint. Bei den Allgemeineinstellungen gibt es außer dem üblichen, wie viele zuletzt geöffnete Dateien, ich versuche da mal möglichst viel zu speichern, nicht allzu viel. Bei Dokument habe ich auch nicht viel. Das einzige, was ich empfehle, ist die automatische Wiederherstellung beim Start. Dann Auto-Wiederherstellung, Informationen speichern, alle so und so viele Minuten. 15 Minuten ist guter Wert. Bei komplexen Dokumenten würde ich möglicherweise auch mal etwas kürzer gehen, vor allem wenn mein Rechner nicht recht lange zum Speichern benötigt. Die Miniaturansichten lohnt sich nur dann, wenn man über das Menü mit Kachelansicht das aufruft. Muss man nicht haben, kann man. Des Weiteren habe ich hier keine Einstellungen. Editor Ausgabefenster ist für den Anfänger möglicherweise Protokollmeldungen ausgeben sinnvoll. Warnungen und Fehlermeldungen sollte man sowieso ausgeben. Die Einheiten lassen wir auf den Standard in Millimetern. Das ist jetzt die allererste Einstellung. Wir werden gleich noch Einstellungen vornehmen in dem Arbeitsbereich, also in dieser Workbench, in der wir dieses Projekt erstellen. Wenn wir mit FreeCAD arbeiten, gibt es die Arbeitsbereiche. Diese Arbeitsbereiche teilen sich auf in verschiedene spezielle Arbeitsbereiche wie Arch oder Ship. Arch für Architektur, Ship für das Berechnen von Booten oder Schiffen. FEM für Belastungsberechnungen. Dann allgemeine Arbeitsbereiche wie Draft für das 2D-Zeichnen oder für die Vorbereitung von 3D-Objekten. Drawing ist ein alter Arbeitsbereich für das Erstellen von technischen Zeichnungen, also für die Ausgabe von Zeichnungen mit Bemaßung
und Dreirichtungsansicht, wie wir sie aus dem Schulunterricht vom technischen Zeichnen vielleicht ja noch kennen. Das Ganze ist jetzt mittlerweile durch TechDraw ersetzt worden. Den Drawing-Arbeitsbereich wird man kaum mehr benutzen. Des Weiteren haben wir hier den Path-Arbeitsbereich. Der Path-Arbeitsbereich ist für die Leute, die hier direkt CNC-Programme oder 3D-Druckpfade in G-Code erstellen wollen. Würfel erstellt, werden miteinander verschnitten über boolesche Operationen, werden bewegt und zu einer Zusammenstellung gemacht. Das ähnelt sehr den Programmen wie Tinkercad. Der wichtigste für mich Arbeitsbereich ist Part Design. Part Design ist eine Art und Weise, wie man Zeichnungen erstellt, wie wir sie auch in anderen 3D-Programmen wie Creo, SolidWorks, Solid Edge vorfinden. Hier arbeitet man mit Objekten, die erstellt werden aufgrund einer Skizze. Diese Skizze enthält Geometrie und diese Geometrie wird dann Stellungen, die ich dann erreiche, wenn ich in diesem Arbeitsbereich bin. Wir haben hier die Einstellungen für Part Design. Für die allgemeine 3D-Ansicht. Und ich würde empfehlen, das Modell automatisch nach einer boolschen Operation überprüfen zu lassen und auch aufzubereiten. Und das Ganze ebenfalls nach einer skizzenbasierten Operation. Diese Optionen würde ich nur als erfahrener Anwender bei großen Objekten ausschalten, denn es spart ein bisschen Rechenzeit. So, im Bereich der Skizze ist die für mich wichtigste Anfängereinstellung, die Größe der Hervorhebung anzupassen. Wir nehmen für das Tutorial mal eine sehr große Version, 13 Pixel. Ihr werdet später sehen, warum. Dann stellen wir das Raster aus. Wir lassen automatische Randbedingungen eingestellt. Vielleicht für den ganzen Anfang mal noch ausschalten. Und wenn ihr automatische Randbedingungen einstellt, vermeide redundante automatische Beschränkungen. Der erfahrene Anwender wird sich noch die erweiterte Solver-Steuerung anzeigen lassen, ist aber im Moment noch völlig uninteressant. Dann geht es zu den Farben. Bei den Farben ist es so, dass die Grundeinstellungen von FreeCAD, die Grundpalette, nicht wirklich sinnvoll erscheint. Wir gehen her und ändern die Standardkantenfarbe auf Schwarz. Die Standardknotenpunktfarbe ebenfalls auf Schwarz. Dann kann man die Scheitelpunktfarbe, das sind die Eckpunkte von diesem krassen Rot, ein bisschen dämpfen, gerade wenn wir diese Markierung größer gemacht haben, bringt das sehr viel Sinn, diese Farbe etwas zu dämpfen. Die Konstruktionsgeometrie, die lassen wir auf Blau, da wird sehr oft Bezug drauf genommen. Externe Geometrie in diesem Rotton ist auch okay. Die Farbe von Beschränkungen stellt sich mancher von diesem Orange um, weil die ist nicht sehr schön lesbar. Wichtig ist noch die Fadenkreuzfarbe des Cursors. Die sollte auf einem auf eine gut sichtbare Farbe eingestellt.
sein. Das sind mal die wichtigsten Einstellungen, die wir hier benötigen. Dann gehen wir auf Anwenden, gehen wir auf OK. So, sobald wir ein neues Dokument erstellen wollen, klicken wir auf Neues Dokument erstellen und wir sehen jetzt vor uns unseren Arbeitsbereich. Wir haben links die Combo-Ansicht und rechts haben wir die 3D-Ausgabe-Ansicht. Dieses Startpage können wir ausschalten, das brauchen wir nicht. Das nächste, was sehr wichtig ist, es gibt verschiedene Varianten, wie wir mit dem Cursor arbeiten. Das heißt also, wie die Maus interpretiert wird. Am einfachsten ist für den Einsteiger die sogenannte Gesture-Navigation. Meine ganzen Tutorials sind auch alle auf Gesture aufgebaut. Es gibt sehr viele Anfänger, die im Forum fragen, warum geht das nicht, warum geht jenes nicht, weil sie meistens die Standardeinstellung, die nicht besonders easy ist, die ist nur für Leute, die von bestimmten CAD-Programmen umsteigen, sinnvoll, da die ja eine andere Mausbedienung kennen. Gesture ist das, was am ehesten der typischen Windows-Bedienerei entspricht und das lassen wir auch mal so. Ein Objekt, eine Konstruktion in Part Design besteht aus Körpern. Körper sind in sich geschlossene 3D-Objekte. Wir können uns zum Beispiel einen Lego-Baustein, einen einzelnen Lego-Baustein als Körper vorstellen. Jedes Design muss mindestens einen Körper enthalten. In einem Körper erstellt man üblicherweise eine Skizze. Das ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt auch mehrere andere Wege anzufangen. Man könnte auch mit einem fertigen, definierten Körper beginnen. Zum Beispiel einen Quader oder einen Zylinder. Es ist aber trotz allem, selbst bei einfachen Konstruktionen wie der, die wir heute hier machen möchten, sinnvoll, nicht diesen Weg zu wählen. Der ist in gewisser Weise wieder eingeschränkt im Nachhinein. Also wir beginnen mit einer Skizze. Jede Skizze liegt in dem Körper auf einer Ebene. Wir haben die Standardebene XY, als würden wir von oben auf das Projekt drauf schauen. Die XZ-Ausrichtung, das heißt, wir stellen uns vor, wir stehen vor einem Haus und wollen das Haus von der Vorderansicht her konstruieren. Und die YZ-Plane, als würden wir von der Seite aus arbeiten wollen, empfiehlt sich zum Beispiel, wenn wir mit profilbasierenden Objekten arbeiten. Wir gehen standardmäßig jetzt hier in die XY-Plane. Sobald wir dieses angewählt haben, erscheint der Skizzierbildschirm. Ich werde hier jetzt erstmal ein paar Einstellungen vornehmen, da ich, um die Videogröße zu beschränken, hierher gehe und mit einer nicht meinem Bildschirm entsprechenden Auflösung arbeite, muss ich mir ein paar wichtige Elemente erst hier herziehen, sodass ich die wenigstens im Überblick habe. Das sind mal die wichtigsten Dinge, die ich brauche. Das restliche oben, das schieben wir hier mal zusammen. Ganz kurz im Überblick, was haben wir auf dem Bildschirm? Dort oben haben wir die Grundfunktionen, Speichern, Ausschneiden und so weiter und so fort, was die üblichen Dateioperationen betrifft. Hier haben wir die Ansichtsoptionen. Von oben, von unten, von den einzelnen Seiten. Hier haben wir den Stil, wie wir
das Objekt sehen, üblicherweise Original oder Drahtgitter. Die restlichen Modi sind nicht so wichtig. Dann geht es darum, Objekte zu erstellen. Wir haben geometrische Grundobjekte, den Punkt, die Linie, den Bogen, Kreis, einen Kegelschnitt, einen B-Spline, das sind Kurven. Wir haben Polygone, wir haben Rechtecke, wir haben regelmäßige Polygone wie Dreiecke, Fünfecke, Siebeneck bis zu einem definierbaren regelmäßigen Polygon. Wir haben die Möglichkeit, eine sogenannte Nut zu erstellen. Das ist eine Bahn, die auf der Oberfläche liegt und einen dreidimensionalen Ausschnitt in einer Oberfläche erstellt. Wir haben die Möglichkeit, die Elemente, die wir gezeichnet haben, bereits in der Zeichnung nachzubearbeiten. Am wichtigsten ist hier wohl Trimmen einer Kante. Wir haben ein sehr wichtiges Element hier, das ist die sogenannte externe Geometrie. Damit nehmen wir Bezug auf Elemente, die wir in einer anderen Skizze bereits erstellt haben. Wir haben hier die Umschaltmöglichkeit der Symbole und der Geometrie, die wir gerade ausgewählt haben, vom Normalmodus in den Hilfsgeometrie-Modus. Normalmodus sind jetzt hier die schwarzen Symbole, die sich dann auch als schwarze Linienzüge darstellen. Wenn wir umschalten, ist das Ganze in Blau. Blau bedeutet Konstruktionsmodus und die Elemente, die wir hier konstruieren, werden zwar verwendet, aber nicht zur Erstellung des eigentlichen 3D-Objekts, des sogenannten Features, herangezogen. Außerdem sind die Konstruktionselemente nicht sichtbar in einer anderen Skizze, um diese auszuwählen für die Referenz eben über externe Geometrie. Das sollte man auch wissen. Wir gehen also in den Standardmodus, solange wir keine Hilfsgeometrie benötigen. Wenn wir die Geometrie erstellt haben, müssen wir die sogenannten Constraints, das heißt die Randbedingungen, die Bezugsgrößen etc. hier einstellen. Es gibt Punkt auf Punkt, Punkt auf Objekt, vertikal, horizontal, die Parallelität, dann die Orthogonalität, das heißt Linie steht senkrecht auf Linie oder auf Objekt. Eine Linie kann auch beispielsweise auf einem Bogen senkrecht stehen. Tangentialität, Gleichheit, das heißt die Länge, die Form ist gleich. Die Parallelität, die Symmetriebeschränkung, die wir sehr oft benötigen werden. Wir haben hier zwei Beschränkungen, um Objekte oder Punkte einfach nur auf ihrer Lage, die sie gerade haben, zu fixieren. Wir haben hier dann die numerischen Werte, horizontaler Abstand, vertikaler Abstand, Abstand im Raum, das heißt für schräge Beziehungen. Wir haben hier Radien, Kreise, Bögen können nur in Form ihres Radius definiert sein. Und hier Winkelbeziehung, zwei Objekte stehen in einem bestimmten Winkel zueinander. Eine Lichtbrechung habe ich noch nie benötigt. Wir haben hier die Möglichkeit, eine dieser zahlenmäßigen Beziehungen umzuschalten vom steuernden in den gesteuerten Modus. Das ist aber eine Sache, die man erst später eventuell benötigt. Wir können das hier auf dem steuernden Modus stehen lassen. So, ein kurzer Blick noch hier auf die Combo-Box. Die steht jetzt im Augenblick im Aufgabenmodus. Es gibt den Modellmodus und den Aufgabenmodus. Im Aufgabenmodus sieht man dann das, was sich auf die aktuelle Arbeit, die wir gerade tun, bezieht. Und hier sieht man den Modellbaum, das heißt also den ganzen Aufbau der Konstruktion. So, dort in diesem Aufgabenbereich haben wir einmal die
leere Skizze in den Löser-Meldungen. Der Löser ist das Element in der Skizze, das die Beziehungen berechnet, um festzustellen, ob die Zeichnung bereits vollständig eingeschränkt ist. Wir haben hier die Bedienelemente. Man könnte zwischendurch mal das Raster anzeigen oder ausschalten. Wenn es angezeigt ist, kann man auch mal auf Raster fangen gehen, aber Vorsicht, Raster und 3D-Skizzenoperationen verträgt sich nicht besonders. Das können wir ansonsten hier so stehen lassen, ein bisschen verschieben. So, hier werden die Einschränkungen später aufgelistet mit ihren Namen und ihrer Art. Hier zeigt es die Elemente unserer Zeichnung später an. Wir wollen nun einfach beginnen, indem wir ein simples Rechteck erstellen. Wir ziehen das Rechteck auf. Die Größe ist erstmal beliebig. Gewöhnen Sie sich am besten an, prinzipiell neue Elemente immer einfach irgendwo in den Raum zu stellen und nicht zu versuchen, die in irgendeiner Weise direkt mit anderen Elementen über die automatischen Randbedingungen in Bezug zu bringen. Das sollte man erst dann tun, wenn man genügend Erfahrung mit FreeCAD hat. Wenn wir eine Elementerstellung gemacht haben, sehen wir, dass am Cursor sich ein kleines Element befindet, in diesem Fall das Rechteck. Das heißt, wir sehen, wir sind im Rechteck-Erstellungsmodus. Wollen wir diesen Modus verlassen, müssen wir entweder einen anderen Modus anwählen oder die rechte Maustaste klicken, um den Modus zu verlassen. Wir haben im Anfängerbereich, in den Schulungen und im Forum sehr häufig das Problem, dass Folgendes geschieht. Es werden Punkte erstellt und dann möchten die Leute es verschieben. Und statt dass es verschieben, kommen Punkte zustande. Dann geht man trotzdem raus, arbeitet weiter und hinterher fehlen Beschränkungen, weil diese Punkte sind ja nicht definiert, wo sie sich befinden. Manchmal liegen sie auch übereinander, das macht das Ganze noch schwieriger. Gut, so. Sobald wir unser Rechteck erstellt haben, muss das Rechteck definiert sein. Die erste Definition, die wir machen, ist die Lage des Rechtecks im Körper. Dazu verwenden wir eine Symmetriebeschränkung. Bei der Symmetriebeschränkung brauchen wir drei Elemente. Wir brauchen immer zwei Punkte und den Bezug dazu. Man könnte hergehen, könnte auf die Vertikale beschränken. Dann müssten wir diese beiden Punkte anwählen und die vertikale Linie und danach das Ganze horizontal. Einfacher und auch mathematisch sinniger ist es, in diesem Falle die Symmetrie zum Mittelpunkt zu erstellen. Wir wählen also als letztes den Mittelpunkt als Bezug und klicken auf Symmetriebeschränkung. Und damit befindet sich unser Objekt definiert an einer bestimmten Stelle. Was wir jetzt noch an Freiheitsgraden haben, sind Höhe und Breite. Die legen wir nun mathematisch fest mit Zahlen. Ich benötige in dem Fall eine Breite von 70 mm und ich benötige eine Höhe von 15 mm. Das Ganze wird ein einfacher Haltebügel um einen kleinen Transformator in einem Gehäuse festschrauben zu können. Ein Bügel mit zwei Befestigungslöchern
Und den werde ich später dann als 3D-Objekt hier in der Praxis für mich ausdrucken. Wir sehen, jetzt haben die Farben der Elemente auf grün umgeschaltet. Und in dem Löser steht drin vollständig eingeschränkte Skizze. Und wir sind in der Lage, nun Schließen zu wählen. Wir gehen in den Modellbaum und wir sehen, aktiv ist unser Sketch hier mit den schwarzen Linien dargestellt. Und diesen Sketch werden wir nun zu einem Block aufpolstern. Bei der Aufpolsterung haben wir die Möglichkeit festzulegen, wie groß. Am Anfang wird man natürlich im Allgemeinen diesen Block einfach auf eine bestimmte Höhe festlegen. Die wird in meinem Fall 25 mm betragen. 25. Okay. Wenn wir uns das Objekt nun in der axonometrischen oder wahlweise auch perspektivischen Ansicht darstellen. Perspektivisch ist eher etwas für große Dimensionen wie Häuser oder sowas. Fotografische Ansicht ist also sinnvoller. Dann sehen wir das Element im Raum. An diesem Element haben wir nun unsere 6 Oberflächen. Und die einfachste, für simple Objekte schon auch gangbare, allerdings für größere Objekte nicht sehr sinnvolle Möglichkeit weiterzuarbeiten, ist es, sich eine der Oberflächen auszuwählen und auf dieser Oberfläche wieder eine Skizze zu erstellen. Das werden wir für dieses einfache Objekt und für die Grundübung jetzt auch so tun. Später sollte man über andere Methoden arbeiten, mit sogenannten Master Sketch oder mit tabellenbasierten Maßen, um zu vermeiden, dass sich Beziehungen zwischen den einzelnen Features aufbauen, die dann bei Änderungen zusammenbrechen können. Wenn ich also ein Feature habe, kann es passieren, dass ich, wenn ich später auf einer Fläche etwas gezeichnet habe, durch eine Veränderung irgendeiner Größe diese Fläche kurzfristig verschwindet während der Berechnung und dadurch, dass sich dann die Nummerierungen ändern intern, kann eine sich darauf beziehende Skizze nicht mehr im Raum definiert sein und das Modell bricht sozusagen zusammen. Das funktioniert besser, wenn man immer auf dieselbe Skizze oder auf Grundmaßebeziehungen macht, aber dazu in späteren Videos bzw. in meinen englischen Videos gibt es ja dazu schon verschiedene Beispiele. So, wir nehmen also jetzt die Frontansicht und skizzieren auf der Frontansicht weiter. Hier machen wir auch nichts Weltbewegendes. Wir erstellen ein Rechteck und wir wollen nun festlegen, dass dieses Rechteck sich in einer bestimmten Beziehung zu den vorhandenen Kanten befindet. Das heißt, wir gehen jetzt auf externe Geometrie. Wir wählen uns die Oberkante, mehr brauchen wir nicht. Und legen jetzt fest, wo liegt unser Rechteck. Wir wählen als erstes die Funktion Punkt auf Objekt festlegen. Denn auf jeden Fall mal liegt dieser Punkt auf der Grundebene. Als nächstes wählen wir diese beiden Punkte und wir legen fest, dass wir einen bestimmten horizontalen Abstand von der Außenkante haben, in diesem Fall 15 mm.
Und wir möchten festlegen, dass diese beiden Punkte nun zur Vertikalen symmetrisch sind. Des Weiteren möchte ich definieren, dass der Höhenabstand hier 5 mm beträgt. Für die Übersichtlichkeit immer gucken, dass die Maße sinnvoll im Raum stehen. Wir haben wieder eine voll eingeschränkte Skizze. Wir können diese schließen und machen jetzt eine subtraktive Veränderung, ein subtraktives Feature, in dem Fall eine Vertiefung. Und diese Vertiefung wollen wir durch alles, was bisher konstruiert ist, gehen lassen. Somit erhalten wir diese brückenartige, simple Konstruktion. Und dann wollen wir auf der Oberfläche weiterarbeiten. Das heißt, wir wählen die Oberfläche an und erstellen wieder eine neue Skizze auf dieser Oberfläche, wollen aber jetzt Bezug nehmen auf die Skizze, die wir vorher erstellt haben. Dazu stört uns nun die Ansicht unseres bisher erstellten Elements und wir wollen aber dessen Skizze sehen. Wir haben hier die Ansicht jetzt der Grundskizze und wir sehen die beiden Punkte dieser Skizze, die wir benötigen, um später festlegen zu können, wo unsere Kreise sich befinden. Wir wechseln wieder hier in die Aufgaben und holen uns externe Geometrie. Wir brauchen wieder die Oberkante, wir wählen die Unterkante des Ausschnitts und haben damit diese beiden Punkte definiert, die wir jetzt dann verwenden können, um den Mittelpunkt dieses Blocks festlegen zu können. Dazu schalten wir jetzt einfach in den Konstruktionslinienmodus. Wir erstellen eine Linie im Raum. Ich habe das jetzt natürlich wieder mal falsch gemacht. Die Linie sollte also nicht von Punkt zu Punkt gewählt werden. Man kann es. Wir sehen, die Punkte werden hier kurz gelb aufleuchten. Meistens erwischt man sie aber dann trotzdem nicht. Und solange man nicht fit genug ist, um dann im Nachhinein die Probleme lösen zu können, bitte stellt eure neuen Objekte einfach irgendwo in den Raum und definiert ihre Lage dann einzeln über die geometrischen Beziehungen. Wir haben also jetzt hier eine Linie und wir wollen die Mitte dieser Linie festlegen. Wer denn Geometrie in der Schule gehabt hat, der kennt den Weg. Ich mache das jetzt auch mal so mit der automatischen Randbedingung. Wir erstellen einfach Kreise. Gucken wir mal, ob diese Kreise auch wirklich, ja, das hat geklappt. So, diese Kreise mache ich jetzt in etwa.
war auf eine bestimmte Größe. Ich erstelle eine weitere Linie. Die lege ich jetzt bereits mal hier in den Raum. Und jetzt muss ich ja nur noch festlegen, dass diese Linie sich auf beiden Kreisen befindet, um die Geometrie zu definieren. Das heißt, ich brauche auch noch zwei Hilfspunkte. Und diese zwei Hilfspunkte, die werde ich jetzt mit der Beschränkung Punkt auf Objekt festlegen, auf den Schnittpunkt der beiden Kreise legen. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Dann liegen diese natürlich ebenfalls auf der Linie. Und voilà, wir haben die Konstruktion so, dass eine Linie sich durch die Radien der Kreise, die wir jetzt noch auf Gleichheit setzen, definiert. Und jetzt ist diese Linie zwar noch verschiebbar in ihrer Längsachse, aber nicht mehr in der Lage. Sie geht immer durch die Mitte dieser Linie. Und wir können zu allerletzt einen Punkt erstellen, den wir auch wieder auf zwei Linien festlegen und haben hiermit den Mittelpunkt konstruiert. Es gibt natürlich Hilfsmittel und Möglichkeiten, das eleganter zu machen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das Ganze eleganter zu machen, aber wir wollen ja hier ein Anfangstutorial machen und da möchte ich eben auch viele Funktionalitäten zeigen. Das ist nicht die eleganteste Methode. So, um die Linie jetzt festzulegen, mache ich noch die Einschränkung Punkt auf Punkt. Haben wir jetzt ein Problem. Das mag er so nicht. Wir müssen die letzte Einschränkung Punkt auf Linie. Das gleiche machen wir hier. Punkt auf Linie. Damit ist diese Linie jetzt endgültig festgelegt. Und wir brauchen nur noch den Radius der Kreise oder wir nehmen die Länge dieser Linie auf ihren aktuellen Wert festlegen. Damit ist die Skizze bereits vollständig eingeschränkt. Es schaltet nichts auf grün, denn wir haben ja noch keine echte Konstruktion drin. Wir schalten nun den Konstruktionsmodus wieder ab und erstellen einen Kreis mit erstmal einem beliebigen Radius. Wir wählen den Kreis an und wir legen diesen Radius auf 2 mm fest. Ich nehme in dem Fall, genauer gesagt, 2,2 mm, denn der 3D-Druck macht gerne kleine Löcher ein bisschen zu klein und
wenn ich dann eine M4-Schraube durchschrauben möchte, empfiehlt sich mit 2,2 mm zu arbeiten. Das ist so ein Erfahrungswert, den ich habe. Wir könnten natürlich jetzt dasselbe auf dieser Seite machen. Das wäre aber nicht besonders sinnig, sondern wir schließen die Skizze. Wir erstellen wieder ein Feature. Ein Loch, genauer gesagt eine Tasche durch alles. Ein Loch ist etwas anders definiert in FreeCAD. Das ist mehr für die späteren Tutorials. Wir können diese Sketch wieder ausschalten und werden nun dieses Pocket spiegeln. Er wählt uns standardmäßig die vertikale Skizzenachse und das ist auch automatisch in dem Fall die richtige. So, jetzt haben wir unseren Halteblock im Grunde fertig. Wir könnten noch der Schönheit halber den ein bisschen verändern. Und zwar machen wir hier an den Außenkanten wir wählen die vier Außenkanten, ich drehe das, wähle auch diese Außenkante mit der Steuerungstaste wie in Windows üblich und wir machen eine Abrundung. Wir sehen, die erscheint bereits mit einem Millimeter. Machen wir 2 mm. So. Und unser Objekt ist im Grunde fertig. Wir wollen dieses Objekt jetzt noch vorbereiten für den 3D-Druck. Das heißt also, wir brauchen aus diesem Objekt, das wir natürlich auch mal zwischendurch speichern. Eine STL-Datei erstellen. Wer 3D-Druck macht, weiß, was damit gemeint ist. Eine STL-Datei ist ein Mesh-Objekt, das heißt also ein Oberflächennetz. Wir klicken auf Mesh-Design und haben jetzt die Möglichkeit, unser zuletzt erstelltes Objekt anzuwählen und erstellen ein Netz aus der Form. Wir wählen den Standard Mesher. Der Mephisto Mesher ist meiner Ansicht nach nicht ideal. Der erstellt keine so schönen Objekte. Aus meiner Sicht NetGen würde man eher für andere Zwecke verwenden als für STL. Die maximale Flächenabweichung mit 0,1 mm akzeptieren wir, die Winkelabweichung mit 30 Grad ebenfalls. So, und wir erhalten ein Objekt in der STL-Darstellung. Wir schalten jetzt mal auf den 3D-Modus, um das mal zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt das STL abschalte, habe ich das Drahtgitter unserer mathematisch definierten Konstruktion. Schalte ich die ab. Ein- und Ausschalten der Ansicht erfolgt immer mit der Anwahl im Objekt. Baum und dann die Leertaste. Sehen wir hier, dass beispielsweise die Kreise oder dieses Loch
durch einzelne Flächen. Und zwar sind in der STL-Datei alle Flächen immer Dreiecke definiert sind. Zu guter Letzt möchte ich dieses noch exportieren. Ebenfalls als Haltebügel und ich speichere das. Das ist alles. Mehr ist es nicht, um ein einfaches Objekt zu konstruieren. Ich werde weitere Videos erstellen, wo wir immer tiefer in FreeCAD einsteigen. Wer der englischen Sprache mächtig ist, kann sich auch meine englischen Tutorials angucken. Da geht es also bereits ein bisschen tiefer zur Sache. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke.